Dragonius Go! Let's play! In diesem kurzen Video geht es um das Ausbrüten von Eiern bei der Drachenmutter. Wie man sieht, hier ist auch schon das Portal und da hinten auch die Drachenmutter. Die Drachenmutter findet man nur in der Welt von Arcana. Welche man mithilfe dieses Portals, was man hier sieht, betreten kann. Nicht in jeder Verwerfung findet man eine Drachenmutter? Drachenmütter findet man eher selten. Da haben wir auch schon die Drachenmutter. Wie man sieht, haben wir auch schon ein 10er-Ei. Bei der Drachenmutter brütet man nicht 10 Kilometer Eier aus, sondern 10 Stunden Eier. Also der Drachenmutter einfach das Ei übergeben, in die Brutmaschine legen und sie brütet das dann innerhalb der nächsten 10 Stunden aus. Man soll sich auch nicht verrückt machen, weil bei der Drachenmutter kommen eigentlich genau die gleichen Bestien raus wie bei den normalen Eiern. Wobei bei 10 Stunden Eiern wesentlich stärkere Monster rauskommen in der Entwicklung dann als bei den kleinen 2 Stunden oder 5 Stunden Eiern. Und hier auf geht's zur nächsten Drachenmutter. Sie bewegt sich irgendwie lustig. So richtige Drachenbewegungen. Über den Flügeln schlagen. Jetzt mal die Verwerfung aus einer anderen Perspektive. Also eine Verwerfung kann auftreten in Form eines Quadrats oder in Form eines runden Kreises. Kurz zusammengefasst nochmal, ihr schaut euch an, wo ihr ein Portal seht, lauft dorthin, fahrt dorthin, wie auch immer, fliegt von mir aus mit dem Flugzeug dahin, klickt dieses Portal an und schon bewegt ihr euch in der Welt von Arcana. Danach einmal die Karte drehen und ihr müsstet die Drachenmutter im Prinzip schon sehen. Seht ihr sie nicht in dieser roten Verwerfung, dieser rosanen Verwerfung, ist sie auch nicht in dieser, wird auch nicht auftreten. Also da hat man halt Pech gehabt, kann die Verwerfung verlassen oder in dieser ein paar Monster sammeln. In der Welt von Arcana gibt es ja 25 andere Bestien, die es in der normalen Welt nicht gibt. Außer zu Events. Das Ausbrüten von antiken Eiern bei der Drachenmutter lohnt sich in jedem Fall. Wenn ihr bei der Drachenmutter ein Ei abgibt, was zum Beispiel 5 Stunden ausbrüten muss, aber ihr wisst ja nie genau, wie lange die Verwerfung noch da ist. Wenn sie weg ist, brütet das Ei nicht weiter aus. Dann begibt euch einfach in die nächste Arcana-Welt, sucht die Drachenmutter erneut, gibt das Ei ab und sie brütet es weiter aus. Eine Füllsäule, eine Schatzkiste und die Drachenmutter. Mitten auf einer Bahnschiene. Wenn jetzt ein ICE kommt, ich mag mir nicht auszudenken, was passiert. Scherz beiseite, aber das sollte im Spiel irgendwie abgeändert werden. Es sieht zwar hier fast so aus, als würden wir auf den Bahnschienen laufen, aber wir waren ca. 10 Meter noch entfernt davon. Es hat ausgereicht, dass unsere Kreise die Drachenmutter berührten, sodass wir das Ei zum Ausbrüten ihr übergeben können. Tschüss, bis zum nächsten Video!